In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hey, ihr Lieben, wir waren jetzt schon voll fleißig. Wir haben unser altes Bett abgebaut und ich werde hier beobachtet, egal. Und jetzt fahren wir zu Mama, da hat sie heute Geburtstag. Und da wollten wir was zu zweit machen. Ich weiß nur noch nicht was. Und mein Zahn hat heute Abend so weh getan. Also es hat so richtig nach unten gedrückt. Und da weiß ich jetzt, dass da dann Eiter rauskommt. Und da ist auch Eiter rausgekommen, aber ein ganz bisschen. Aber es hat so weh getan. Ich muss dann noch mal ein Paracetamol nehmen. Ja, also am Abend habe ich eine genommen. Und dann morgens nochmal, damit ich wieder einschlafen kann, weil ich war um 6 Uhr wach. Und Lina hat heute echt lang geschlafen, bis 11 Uhr, glaube ich. Aber ich konnte danach auch nicht mehr schlafen. Ja, jetzt fahren wir auf jeden Fall zu Mama. Schlafzimmer ist sauber. Später muss ich nur zu Hause die Sachen, die mir nicht mehr passen, in eine Tüte oder so tun, damit ich das morgen unter dem Bett verstauen kann. Ja. Die Sachen, die wir dann halt nicht benutzen, werden wir dann auf die rechte Seite transportieren, weil die Seite können wir ja nicht immer wieder aufmachen. Und die Sachen, die ich dann wieder brauche, wenn ich nicht mehr schwanger bin, auf die linke Seite. Die Sachen vom Baby, die ich jetzt kaufe, werde ich auch erstmal unter dem Bett transportieren, bis ich dann die unteren 4 Schränke, also Schubladen, leer gemacht habe von Nina. Ich denke mal, das reicht dann auch. Also der Platz reicht dann hoffentlich. Ja. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Ich weiß noch nicht, wo wir hinfahren. Ich denke mal, Cocoberry oder so, weil das Wetter ist auch schön, da können wir draußen sitzen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch der Glückwünsche schreibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommentieren würdet mit herzlichen Glückwunsch auch der. Der wird sich bestimmt sehr freuen. Ja. Also bis gleich. Geil, Baba. Direkt hinter dir. So, ihr Lieben, wir sind jetzt angekommen. Wo ist euer Geschenk, Leute? Ich habe heute Geburtstag. Also von mir hat er nichts bekommen. Aber wir haben uns ja auch ein Bett ich gegönnt. Ich hab dich doch. Ne? Du bist... Oh, süß. Ich hab dir das schönste Geschenk, ne? 2 Mädchen. Ja. Hättest du nicht hier reingepasst? Dein Ernst? Nein. Nicht mal ich passe da rein und jetzt so ein Großauto. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall zu Cocoberry. Da war es, glaube ich, auch leer. Und dann mal schauen. Ich habe noch nie gesehen, dass hier was los ist, ne? Sollen wir ein bisschen Werbung machen? Für was? Für den Laden. Genau, wir sind auf jeden Fall jetzt gleich da. Hier, solche Autos meine ich so ungefähr, weißt du? Den Autos steht das. Das auch nicht, das ist so alt. Ja, Lina ist jetzt bei meiner Mama. Die passt da auf und wir holen sie dann gleich ab. Und dann gibt's lecker Dolma. Ach, guck mal. Schaut mal, was für süße Teuerchen. Aber sowas machen ist auch schwer, ne? Sowas glatt zu bekommen. Hochzeitkuchen. Was hatten wir eigentlich für einen Kuchen, Schatz? Bei unserer Verlobung? Auch nicht? War unsere Fotos drauf. Ah ja, stimmt. Krass. So, ihr Lieben, wir melden uns gleich. Boah, es ist kalt, ne? So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Voll lieb, meine Mama hat mir diesen großen halb voll mit Dorma mitgegeben. Wir haben ja da gegessen und mir leid, dass ich jetzt nicht so viel aufgenommen habe, aber draußen war es so kalt und dann habe ich total den Zahnschmerz bekommen. Also mein kennt ihr das, wenn ihr Zahnschmerzen habt und auf euren Zahn beißt, dann tut das doppelt so weh. Und ich hatte nur dieses Draufbeißen-Schmerz, obwohl ich nicht drauf gebissen habe. Komisch. Auf jeden Fall hat auch dann jetzt die Couch aufgemacht, damit wir hier schlafen heute. Weil unser Schlafzimmer ist jetzt leer. Da kommt dann das Bett hin. Ja, und unsere Matratzen stehen hier noch. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt pro Matratze 180 € bezahlt.
als wir hier eingezogen sind. Deswegen wollen wir die Matratzen auch nicht wegschmeißen. Die sind nämlich noch neu. Ja, jetzt werde ich erstmal unsere Klamotten vorbereiten mit Lina. Also für Lina und mich. Und danach duschen wir. Ich habe auch das letzte Mal vor 2 Tagen geduscht. Deswegen will ich jetzt wieder duschen. So. Ja, voll viele haben gefragt, was mit dem Namen ist. Ich habe euch ja erzählt, den Namen haben wir schon zur Auswahl gehabt, als ich mit Elina schwanger war. Alicia ist es nicht. Das haben nämlich einige gefragt. Alicia ist es auf keinen Fall, nein. Ja, also wenn einige unsere Livestreams geschaut haben, dann wissen die auch, welcher Name gemeint ist. Wir waren nämlich zwischen 2 Namen, Lina und noch einen Namen. Und dann haben wir uns auch für Lina entschieden. Ja, und der andere Name kommt jetzt hoffentlich bei unserem 2. Mädchen. Oh, ja. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch dran. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Wir wollen jetzt natürlich ein schöneres Video drehen, aber wir haben momentan so viel um die Ohren, privat, dass wir es einfach nicht schaffen, ein anständiges Video zu drehen. Wir hatten heute noch das Gespräch mit Albert. Schatz, ich muss einen Pyjama für dich nehmen, dann komme ich, ja? So, da habe ich schon jetzt Bruno. Ach, wir sehen. Lina freut sich immer besonders, wenn wir baden. Ups. Und ich bade immer mit ihr zusammen. Weil sobald ich alleine bade, kommt sie immer hinterher gerannt. Morgen haben wir auch viel zu tun, aber wird morgen frei zum Glück. Und wir müssen noch die Koffer runterbringen. Dann habe ich hier einen Koffer gefunden von Lina. Der ist voll mit Klamottengröße 62. Und wir haben echt noch voll viel. Ja, ich hole das dann so in 3 Monaten nochmal hoch oder 2 Monaten. Und dann gucke ich mal, was wir noch brauchen und dann kaufe ich das ein. Ja. Obwohl eigentlich könnte ich die Sachen theoretisch auch direkt einsortieren, ne? Ganz unten. Ja, schaut mal, unser Bett ist da. Wir brauchen jetzt nur noch neue Gardinen hier. Und dann, das Bett scheint viel größer als das alte. Ich glaube, weil das hoch ist. Die Matratzen und das Bett werden sehr wahrscheinlich verkauft. Und hier ist dann das Babybett. Und Lina hat ihr neues Oberteil an. Wir schlafen da drin, ne? Da wo man sich, wo man Papa, Hennig, Bett, ich, dich, dich, da wo, da dich, da dich, dich, da dich, wo man, da wo. Der Boden, der Bett, der Boden, Weiß, der Weiß, der Tisch, Baby, am Bau, Bau, der Bitte, Tisch, Bier, der Bier, Bier, der Bier, 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 Tschüss. Bye. Tschüss. So, ihr Lieben, wir fahren jetzt zu Daimler. Zu welchem fahren wir eigentlich? Wallah, ich weiß nicht, gucken wir einfach. Ja, ich habe Lust auf was Süßes bekommen. Was eigentlich gar nicht gut ist, aber. Ja. Ich habe heute schon 3-mal meine Zähne geputzt, Leute, weil ich mir einbilde, dass meine Schmerzen dann weggehen. Aber ob das so ist, weiß ich nicht. Ja, aber der hat heute frei. Unser Bett ist da, habt ihr ja gesehen. Und wir haben drauf geschlafen. War super, super bequem. Ja, aber wir wollen Musik hören. Ja, ja, danke. Okay, tschüss. So. Oh, der hat Kniffel. Und die hat Kuchen. Lecker! Ich hab wieder.
Nina! Ihr seid ja höher als ich. Wir sind gerade hinterm Haus am Schaukeln. Oh, dann geht gleich zum Fußball. Gegen wen spielt Iran? Portugal. Gegen Portugal. Was glaubst du, wer gewinnt? Portugal natürlich. Wir haben Ronaldo und wir haben die. Also ich glaube, Portugal wird dieses Jahr Weltmeister. Aber ich würde es auch England gönnen, ne? Die haben super gespielt gestern. Doch. Doch. Nein. Ich will noch nicht gehen. Kennst du das Lied noch? So. Das Wetter ist ganz schön. Ja. So, wir sind wieder zu Hause. Ich wollte jetzt mit Lina ein bisschen malen. Ich habe hier in meinem Mund so eine weiße Stelle, die tut voll weh, wenn ich drankomme. Ich glaube, das ist, also meine Mama meinte zumindest, dass wegen dem Stress, den ich jetzt hatte, wegen meinem Zahn, den ich immer noch habe. Aber übermorgen hat das hoffentlich ein Ende. Obwohl, ich habe sehr Angst wegen den Schmerzen. Meine Ärztin hat mir jetzt erlaubt, dreimal Ibuprofen zu nehmen, aber auch dann meinte, das wird nicht so schmerzhaft sein. Der meinte, deine Schmerzen letzte waren tausendmal schlimmer. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ne, wie schmerzhaft das sein wird. Ich will eigentlich ehrlich gesagt auch kein Ibuprofen nehmen, auch wenn meine Frauenärztin mir das gesagt hat. Also sie meinte dreimal und dann auf keinen Fall weiternehmen. Aber ich versuche das halt ohne. Mal schauen. Ja. Jetzt malen wir mit Lina und dann geht er dann auch schon Fußball gucken. Um 19 Uhr ist es schon soweit. Um 20 Uhr, wir haben schon 19 Uhr. Genau. Ja, guck mal, hier sind Pinsel. Nimm mal die Pinsel, Schatz. Lina, welche Farbe ist das? Blau. Nein, blau. Ja, blau. Und wo ist gelb? Gelb. Wo ist gelb? Wo ist gelb? Gelb. Gelb. Wo ist gelb? Gelb. Nein. Das ist orange. Gelb? Nein. Nein, da ist gelb. Ja, gelb. Wo ist grün? Grün. Grün. Und dann wäre grün? Grün. Da, das ist grün. Ja, grün. Grün, das ist auch grün. So. Er meinte schon in 2 Minuten da. Money, money. Hat Lina. Lina, prende dir Koidun, ne? Scheiße, ich höre hat Lina. Ah, no, no. Geht kosch, Baba, jeder. Nimm dir Koidun. Da. Ade, no, no. Scheiße, wie hat das? Mama, die wollte reinkommen zu dir auf die Toilette. Dann habe ich gesagt, nein. Ade, komm, Nono. Gib Papa Nono. Da fehlt aber eins. Etzi. Etzi. Die kann er da warten, ne? Da auch 5 Euro. Bin er dann. Tschüss. Andere Kinder ekeln sich vor Bart und Lina küsst dich immer mehr. Oh nein, Papa! Was ist meine? Papa gerne Jacks Mama. Ja, Mama! Wow. Tschüss, ja? Oh, tschüss.
ihr Lieben, ich lege Lina jetzt schlafen. Ja, dafür mache ich hier die Gardinen zu. Jetzt sieht man fast nichts mehr. Und das kommt jetzt auch gleich nach Hause. Wir haben jetzt auch ein bisschen später, wir haben schon 22 Uhr fast. Und Lina muss jetzt auf jeden Fall schlafen. Übrigens fragen mich voll viele, ob ich die Kleine schon spüre. Ja, ganz, ganz leicht. Also, da ich von Lina weiß, wie sich das anfühlt, spüre ich sie manchmal, wenn ich so liege und wenn ich meine Beine so an mich ranziehe, dann spüre ich das schon ganz leicht, aber nur. Und das schon seit 2-3 Wochen, glaube ich. Aber das wird halt immer doller.